gewesen. Hey, Marlon. Ich weiß nicht. Komm, was ist denn hier eigentlich los? Deine Freundin denkt, wir wären da feiern zumute. Sie hat zu viel Tod vielleicht schon vergessen, aber ich nicht. Was ist denn hier eigentlich los? Ich weiß auch nicht. Ich dachte, er freut sich. Ja, ist das die Überraschung für Marlon? Ich hab's nur gut gemeint. Aber warum hast du mir nicht wenigstens dein Telefon an Bord gesagt? Aber nein, du musst ja ein großes Geheimnis drum machen. Ich hätte ja sagen können, dass es nach hinten losgeht. Aber... Du kennst doch Marlons Befindlichkeit. Warum kommst du nicht selber drauf? Was soll ich denn bitte mit Toni in Frankfurt? Bisschen Händchen halten beim Polizeiseminar, naja, und dann abends. Trixie, das ist der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Wieso? Du hast selber zu Frederik gesagt, dass du noch an ihr hängst. Und wenn du jetzt mit ihr nach Frankfurt fahren würdest, dann könntest du rausfinden, wie sehr. Sag mal, verfolgst du damit irgendeine Absicht? Magst du mir vielleicht einreden, dass ich Toni noch liebe? Nein, ich will nur nicht, dass du dir einredest, dass du sie nicht mehr liebst. Ja, und wie stellst du dir das vor? Soll ich mir ein Hotelzimmer mit ihr nehmen? Einen auf Honeymoon machen? Nein, aber... Sag mal, sag doch gleich, dass ich mit ihr ins Bett steigen soll. Aber dazu muss ich nicht nach Frankfurt fahren. Ich will das ganz bestimmt nicht. Ich will nur, dass du rausfindest, was du wirklich willst. Trixie, weißt du was? Du hast einen richtigen Knall. Ja, und wenn es dann so wäre, dann müsste ich halt irgendwie damit klarkommen. Aber weißt du, es ist immer noch besser, als sich was vorzumachen. Entschuldige, wer macht denn hier wem was vor? Ich sag ja gar nicht, dass du mir was vormachst, aber der einzige Weg rauszufinden, was du für sie empfindest, ist nun mal deiner Sehnsucht nachzugeben. Sag mal, du bist nicht ganz richtig im Kopf. Sven, ich mach das doch nur für uns. Nee, du bist wirklich nicht normal. Konntest du Marlon das so antun, deinem besten Freund, und doch dazu an deinem Geburtstag non-lock bist? Ja, ich weiß. Oma, ich weiß doch, dass das total hirnverbrannt war. Aber das war wirklich nicht meine Schuld. Das war alles Jennys Idee. Ich konnte da wirklich nichts für. Also, Dino hat dieses Mal recht ausnahmsweise. Aber ich würde jetzt so gerne mal von dir wissen, was du vorhin gemeint hast. Du wirst Unternehmerin hier in Marinov. Va bene, va bene. Ihr seid doch auch alle der Meinung, dass ich eine Aufgabe brauche. Oder glaubt ihr etwa, dass ich die Beschäftigungstherapie der letzten Tage nicht bemerkt habe? Und deshalb habe ich mir etwas überlegt. Mama, wie lange willst du uns auf die Folter spannen? Da, raus mit der Sprache. Ich hatte heute ein interessantes Gespräch mit Mehmet. Dem Mehmet von Kiosk? Sie. Ja, und? Mehmet hat mir erzählt, dass das Budget neu verpachtet wird. Und ich werde es übernehmen als Geschäftsführerin. Wie bitte? Bist du jetzt nicht mehr sauer auf mich? Ich war nicht sauer auf dich. Das haben wir doch gestern schon geklärt. Hm? Morgen. Morgen. Willst du Kaffee? Marlon, wegen gestern. Es tut mir echt leid, wenn ich dich mit der Feier überfahren habe. Ich dachte wirklich, du freust dich. Ist schon okay. Ich dachte, ein bisschen Ablenkung wird dir gut tun. Du hast echt tolle Freunde, die immer für dich da sind, und die wollten dich auch an deinem Geburtstag nicht allein lassen. Es war nur, ich habe mich so darauf gefreut, den Tag mit Sophie zu verbringen. Weißt du, wir wollten immer mal nach Genf fahren, und dann wollte sie mir endlich ihr Internat zeigen. Da war mir dieser ganze Menschentrubel einfach zu viel. Ich hätte dich vorher fragen sollen. Diese Sache mit Wodka-Cola, ich meine, das war unser Lieblingsgetränk. Da bin ich einfach ausgeflippt. Das wusste ich nicht.
Was hältst du davon, wenn wir den gestrigen Abend einfach vergessen und holen die Feier heute nach, in kleinem Kreis? Ich habe leider keine Zeit. Ich fliege mit Carola in die Schweiz. Wie? Sie hat mir den Ausflug zum Geburtstag geschenkt und wir werden auch Sophies Internat besuchen. Also ich bin davon ausgegangen, dass du deinen Geburtstag im Kreise der Familie verbringen willst. Deswegen fliege ich, ja. Carola ist schließlich meine Mutter. Hey, was ist los mit dir? Ach, ist nichts. Ach komm, ich hab doch schließlich Augen im Kopf. Ja, Mann, Stress mit Trixi. Moment mal, gestern Nacht, da warst du doch noch total euphorisch. Ja, das war gestern. Jetzt verlangt sie von mir, dass ich mit Toni ins Bett gehe. Was? Das ist nicht dein Ernst. Ja, Mann, nicht direkt. Aber sie meinte, ich sollte vielleicht mit Toni mal wegfahren, um festzustellen, welche von beiden ich noch liebe. Krass. Ja, wow, so eine Frau will ich auch mal haben. Alter, du kannst dich gerade beklagen. Na, Moment mal, Joe war da nicht so tolerant. Die ist mir mit ihrer Eifersucht auch ganz schön auf die Nerven gegangen. Also dann kann ich gut verstehen, dass Sven da irritiert ist. Ja, wieso willst du lieber eine Lady haben, die dir ständig auf die Nerven geht, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Aber außerdem, wenn du es mal so betrachtest, ist es nichts anderes als das Ziel. Nur eben auf der intellektuellen Schiene. Na, Moment mal, aber dieses coole, lässige, erwachsene, das mochtest du doch an Trixi, oder? Mir hat einfach gefallen, dass ich diese Intrigen und dieses Rumgezicke à la Toni los war. Ja, na also. Jetzt fängt Trixi genauso an, bloß mehr aus dem Kopf heraus als aus dem Bauch. Und das ist noch viel schlimmer. Tanja, bist du endlich fertig? Ach, immer mit der Ruhe, eine alte Frau ist kein D-Zug. Du bist aber keine alte Frau. Da, ja, da. Was höre ich von einer alten Frau? Hm? Nichts, Stefano hat mich gemeint. Stefano, ich muss dringend mit dir reden. Worüber willst du mit mir reden? Das weißt du ganz genau. Ich schicke meine Mutter nicht in eine nach Fett stinkende Wurstbude arbeiten. Was sollen denn die Leute von mir denken? Was sollen sie denn denken, ne? Ja, dass er sich nicht leisten kann, für seine Mutter zu sorgen. Ach, so ein Unsinn. Ja, und dass er sie arbeiten schickt, damit sie für die Familie mitverdient. Aber im wilden Mann darf ich sehr wohl mitarbeiten, hä? Das ist doch ganz was anderes. In der Familie ja, in einer Wurstbude nein. Und ich dachte, du bist vernünftig geworden, wenn du erst einmal darüber geschlafen hast. Da kann ich noch oft drüber schlafen. Meine Antwort heißt nein. Dann gehe ich eben allein zu den Verhandlungen und verzichte auf deine Mithilfen. Non c'è problema. Ciao. Jetzt sei doch nicht so stur. Du weißt doch ganz genau, dass sie eine Beschäftigung braucht. Das heißt noch lange nicht, dass sie arbeiten muss. Ey, basta! So, also der müsste reichen. Ja, das glaube ich auch. Ach, die sind wirklich wunderschön. Ja, aber die sind schon 2 Tage alt. Die kann ich nicht mehr guten Gewissens verkaufen. Ja, aber die sehen doch noch prima aus. Ja, natürlich. Deswegen habe ich sie dir ja auch geschenkt. Danke. Verwelkte Blumen wären ja keine gute Werbung für mich. Ja, das stimmt. Alles Gute. Okay, tschüss. Danke nochmal. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Ja, hat mich gefreut. Ja, hallo, hallo, Monster. Fühlst du dein Frauchen das hier? Ja, sieht fast so aus. Ja. Hi, Trixi. Hi, Toni. Ja, wir wollten gerade in den Tag. Ich glaube, Monster hat einen wichtigen Termin. Ja, dann lasst euch nicht aufhalten. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hey, Trixi. Ah, hi, Sven. Kann ich dich mal kurz sprechen? Ja, aber ich wollte jetzt gerade in den Park. Ja, nur ganz kurz. Hast du Toni schon von deinem komischen Plan erzählt? Nein, habe ich nicht. Außerdem ist der Plan gar nicht so komisch. Sag mal, das kannst du doch nicht ernst gemeint haben. Ich habe es genauso gemeint, wie ich es gesagt habe. Bist du es wirklich oder ist dieses coole Getue einfach nur eine Fassade, hinter der du dich versteckst? Ey, es kann doch nicht sein, dass es dich kalt lässt, wenn ich mit Toni wegfahren würde. Bist du überhaupt nicht eifersüchtig? Weißt du, wann Marlon aus Genf zurückkommt? Hm, keine Ahnung. War sowieso so eine Schnapsidee. Kam von ihm? Bestimmt nicht. Carola versucht anscheinend alles, um Marlon an sich zu binden. Ich finde es jedenfalls ziemlich mies von ihr, auf der Sophie-Schiene zu fahren. Ja, sie versteht es ganz gut, Marlons Trauer für sich zu nutzen. Glaubst du, der Ausflug zu Sophies Internat schadet ihm? Mm-mm. Aber sie wird natürlich die treusorgende, einfühlsame Mutter spielen, die sie 8 Jahre lang nicht war. Ich denke aber, wenn wir versuchen, mit Marlon darüber zu reden, wird der Schuss nach hinten losgehen. So wie die Geburtstagsfeier gestern Abend. Wieso meinst du? Er wird auf jeden Fall denken, dass wir einen Keil zwischen ihm und seiner Mutter treiben wollen. Ah, oh, nee, das glaube ich nicht.
Marlon ist erwachsen und kein Trottel. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Das weiß ich. Nein, ich denke, Marlon ist clever genug, um zu begreifen, was seine Mutter da abzieht. Aber ich kann ja noch mal mit ihm reden. Ich habe einfach Angst, dass er sich noch mehr von uns entfernt. Er kommt schon noch dahinter, zu sehen, was Carola da bringt. Hey, ist Marlon. Marlon? Ja? Na, das freut mich aber. Mhm, du kommst schon um 8:30. Gut, ja, wir sind da. Bis dann. Tschüss. Marlon hat gesagt, er kommt heute schon zurück. Eigentlich wollten sie noch die Nacht in Genf bleiben, aber er will unbedingt etwas mit mir besprechen. Ist das ein gutes Zeichen? Mhm, ich denke schon. Er scheint zu begreifen, wer seine Familie ist. Nämlich wir. Könnte ich jetzt bitte endlich eine Antwort haben? Ich hab dir das doch gerade eben erklärt, oder? Ich möchte keine Erklärung, warum ich mit Toni wegfahren soll, sondern ich möchte wissen, ob du das ernst gemeint hast. Sven. Wenn du mich wirklich liebst, kannst du das nicht ernst gemeint haben. Weißt du, manchmal glaube ich, du willst mich überhaupt nicht verstehen. Doch, ich verstehe sehr gut. Meiner Freundin ist es scheißegal, ob ich mit anderen Frauen rummache. So, nur weil ich offen mit dir über solche Sachen rede, heißt es noch lange nicht, dass mir alles scheißegal ist. Sondern? Sondern ich will endlich wissen, woran ich bin. Und ja, ich hab's genauso gemeint. Solange du nicht weißt, was du willst, wär's mir am liebsten, du findest es erstmal raus. Und in Beziehungsfragen lasse ich mich lieber von meiner Erfahrung leiten, als hinterher heulend dazustehen. Du bist echt ein Vogel. Aber okay, wie du willst. Ich fahr mit Toni weg. Ach, bin ich satt. Oh Gott, das ist hardcore. Das ist echt der Hammer, Mom. Wirklich. Wow. Ach, danke. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass wir schon längst eine Lösung für unser Nonna-Problem hatten. Und jetzt ist Stefano dagegen. Ja, lässt er denn wirklich nicht mit sich reden? Ach, keine Sekunde. Dabei wäre es für uns alle gut, wenn Nonna beschäftigt wäre. Also, das hätte ich ja nicht gedacht, dass Stefano da so festgefahren ist. Kennst ihn ja wohl schlecht. Der Typ ist ja störrisch als 10 sizilianische Esel. Echt? Das ist leider wahr. Ehi, sorella Cherubina, che piacere rivederla. Ja. Am Sonntag komme ich in die Kirche, eh? Nächste Woche haben wir Trüffelwoche. Hier, bitte mal. Sag mal, du fängst doch nicht wieder mit diesem Gourmet-Quatsch an, hm? No, ich habe eine günstige Lieferung bekommen. Übrigens, ich habe mir das noch mal mit dieser Wurstbude überlegt. Und? Also, ich bin absolut dagegen, dass Mama Tag und Nacht in so einer Bude steht. Aber wenn ihr Herz wirklich dran hängt, dann soll sie es in Gottes Namen machen, hm? Falls sie den Kiosk überhaupt bekommt. Hi, Marlon. Hallo. Jenny, bist du allein? Die Kinder schlafen schon und Jochen muss sie noch zu einem Hausbesuch, aber ich glaube, er ist gleich wieder da. Hast du Hunger? Ein bisschen, ja. Ich mach dir schnell was warm, ja? Ist gleich fertig. Jenny, hör mal, wegen gestern. Das hatten wir doch heute Morgen schon. Nee, es tut mir wirklich leid. Ich hab mich sowas von blöd benommen. Weißt du, mein Auftritt war wirklich scheiße. Du hast dir so viel Arbeit gemacht und ich hab dich voll auflaufen lassen. Das macht man nicht, ich weiß. Wir vergessen einfach, was war, okay? Also, du hast nichts falsch gemacht. Wenn, dann hab ich Mist gebaut. Du bist mir nicht mehr böse und ich bin dir nicht mehr böse, okay? Erzähl mir lieber, wie es in der Schweiz war. Anstrengend. Anstrengend? Ich bin bei Sophies Internat gewesen. Und? Ich dachte, ich hätte dort meine Ruhe. Ich könnte ganz allein sein, nur ich und Sophie. Ich meine, nur ich und die Erinnerung an sie. Aber daraus wurde nichts. Sag mal, warum brauchst du eigentlich 2 Teller und 2 Messer, um den Brot zu schmieren? Ganz einfach, weil ich mir 2 Brote gemacht habe. Ach, und das geht nicht auf einem Teller. Nein, das geht nicht.
Darf ich den gnädigen Herrn auch fragen, warum das nicht geht? Weil ich mir eins mit Wurst und eins mit Marmelade gemacht habe, okay? Das hättest du dir auch eher überlegen können. Ja, natürlich. Wenn ich Trixi heißen würde, hätte ich mir das eher überlegt. Aber ich bin nun mal nicht du und ich mache keinen Plan über das, was ich esse. Dann was soll denn das jetzt? Ich bin eben nicht so rational und vernunftgesteuert wie du, okay? Hast du einen Knall? Mein Gott, Trixi, du hast einen Knall. Es gibt Dinge, die man aus dem Bauch heraus entscheiden sollte. Das solltest du vielleicht auch mal probieren. Ach ja, na vielen Dank für den Tipp. Ja, vor allem, wenn es um Dinge geht, die deine Beziehung betreffen. Scheiße, du bist doch kein Eisklotz, an dem alles abprallt. Ach, und wie soll ich deiner Meinung nach mit der Situation umgehen, dass mein Freund immer noch sehr an seiner Ex-Freundin hängt? Keine Ahnung, auf alle Fälle, selbst wenn es so wäre, nicht so, wie du es tust. Dann wär's dir wahrscheinlich lieber, wenn ich hier rumschreie und mit Vasen um mich werfe, oder wie? Keine Ahnung. Es wäre mir auf alle Fälle lieber als dein rationales Getue, okay? Na ja, gut, wenn dir das alles so fehlt, dann geh doch vielleicht am besten wirklich zurück zu Toni. Werden denn die Regas tun? Ja, die sind gleich fertig. Okay, ganz von dir. Einmal. Sind sizilianische Esel immer so wankelmütig? Was? Naja, so schnell, wie Stefano seine Meinung geändert hat. Tja, der ist halt nicht nur störrisch, sondern auch unberechenbar. Hm? Ich habe nicht gedacht, dass er so schnell seine Meinung ändert. Tja, manchmal kann der eben auch ganz vernünftig sein. Ma, non è possibile. Was ist denn los? A questi bastardi! Und das mir, es ist ja ungeheuerlich! Was ist das hier für ein Geschrei? Ne? Irgendjemand hat mir diese Bütchen vor der Nase weggeschnappt! Nein, das darf ja nicht wahr sein. Ja, wie konnte das passieren? Ich denke, du und der Verpächter, ihr seid euch einig gewesen. Waren wir auch. Dino, ein Amaro. Ja, dann verstehe ich nicht, wieso er diesen Kiosk jemand anderen gibt. Aber wahrscheinlich hat er mehr geboten als ich. Maledizione! Also, das ist wirklich nicht fair. Im Geschäftsleben kannst du Fairness vergessen. Tja, wie schnell so ein Traum zerplatzt. Aber der Verbrecher, der wird mich kennenlernen. So geht man nicht mit einem Maldini um. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Verlass dich drauf, Mama. Stefano, ja. Kann ich dich mal bitte kurz sprechen? Ja, mein Schatz, was ist denn? Na, wie war's in Genf? Nicht so besonders. Ich lasse euch dann mal allein. Ich bin hundemüde. Nacht. Schlaf gut. Jetzt erzähl schon, warum bist du denn heute schon zurückgekommen, hm? Es war einfach scheiße. Warum? Ich habe mir meinen Aufenthalt in Genf einfach anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ich fahre zu Sophies Internat und könnte dort mit ihr meinen Geburtstag verbringen. Aber? Nee, da war die Hölle los. Ich dachte, in den Ferien hätten die geschlossen, aber es war nix da. Schlechter Ort für stille Trauer. Ja, was glaubst du eigentlich, warum ich mit dir noch zusammen bin? Ja, das würde ich auch mal gerne wissen. Sag du es mir doch. Also ehrlich gesagt, im Moment weiß ich es auch nicht mehr. Ja, und ich weiß nicht, warum ich noch meine Zeit mit dir verschwende. Wie bitte? Du verschwendest deine Zeit mit mir? Ja, natürlich. Was denn sonst, wenn du ständig an deine Ex-Freundin denkst? Also entschuldige mal, Toni hat gewiss viel Scheiße gebaut, aber das, was du abziehst... Toni, ich kann's nicht mehr hören. Weißt du was, geh doch einfach zu ihr. Ich werde dich bestimmt nicht aufhalten. Ja, das mache ich auch. Und ehrlich gesagt, brauchst du mich auch nicht lange drum zu bitten. Ja, dann los, Mann, hau ab! Hör auf, du! Hey, ihr habt ja noch ganz schön Feuer im Arsch. Ja, aber den Rest eurer Versöhnung könntet ihr vielleicht in eurem Zimmer fortführen, oder? Ja, du hast gehört, was Papa gesagt hat. Ab aufs Zimmer, ab. Okay, schön. Das war noch Musik hier. Danke. Na dann. Dad? Glaubst du, dass man irgendwann mal aufhören kann, jemanden zu lieben, den man einmal über alles in der Welt geliebt hat? Die Frage ist wohl eher, ob man das überhaupt sollte oder muss.
Also ich glaube, wahre Liebe lebt im Herzen weiter. Egal, was passiert. Das glaube ich auch. Und die Schmerzen verschwinden irgendwann. Zurück bleibt dann ein warmes, wonniges Gefühl und die schöne Erinnerung. Wenn das so ist, wie du es sagst, dann verstehe ich nicht, warum du Mama nicht noch mal eine zweite Chance gibst. Dad, ich wünsche es mir so sehr. Neu von Crunch Chips. Crust kracht leckerer, schmeckt lauter. Zum Beispiel als Thai Sweet Chili. Weißt du, Frederik, auch wenn es gerade nicht so aussieht, aber genau dafür liebe ich Sven so sehr. Komm rum da. Also ich meine nichts gegen deinen wunderbaren Körper, aber eigentlich liebe ich dich doch mehr für deinen Humor. Ich glaube, sie schafft das nicht mehr. Sie ist zu alt. Die ganze Einkäufe, die Organisation. Verstehst du, man muss jünger sein, beweglicher. Sie ist einfach zu alt, hä? Dad, mir fehlt doch was in meinem Leben. Kinder, die brauchen beides, Vater und Mutter. Ihr habt mir einen Teil meines Lebens geklaut und das will ich jetzt zurückhaben.